Und jetzt eine erfreuliche Nachricht für alle deutschen Fans der Formel 1. Und zwar feiert der deutsche Automobilhersteller BMW nach über 12 Jahren sein Comeback in der Königsklasse des Motorsports. Der letzte Einstieg war dabei im Jahre 2006. Dort kaufte man Anteile des Sauberteams, nannte das Team in BMW Sauber um, aber verkaufte auch diese Anteile nach der Saison 2009 wieder zurück an Sauber. Doch für 2021 wird es also der alleinige Einstieg in die Königsklasse mit ein wenig Unterstützung aus Deutschland, um genau zu sein, aus Stuttgart. Denn der Antrieb des neuen BMW-Autos wird von Mercedes geliefert. Und natürlich kommen jetzt auch schon einige Gerüchte auf, unter anderem wie das Design des neuen BMW-Autos aussehen wird und vor allen Dingen, welche zwei Fahrer im Cockpit sitzen werden. Namen, die dabei gehandelt werden, sind unter anderem der ehemalige Formel 2 Vize-Weltmeister Callum Eilert, daneben aber auch Jack Aitken, der unter anderem ja schon in der Formel 1 für Williams gefahren ist, aber auch der Tickturm scheint ein sehr heißer Kandidat zu sein. Es bleibt also abzuwarten, wie sich das BMW-Team jetzt also neu in der Formel 1 schlagen wird, auf alleinigen Beinen, vor allem in diesem ersten Jahr, welches ja bekanntermaßen in der Königsklasse des Motorsports wahrscheinlich das härteste für jedes Team war. Aber das soll es mit den Formel 1-News gewesen sein. Wir wünschen dem Team aus München ganz viel Erfolg bei seinem Comeback in der Formel 1-Saison 2021. YouTube und herzlich willkommen hier nun also auch endlich auf meinem Kanal zum Start der F1 2021 MyTeam-Karriere. Es wird also endlich Zeit, Freunde. Ich entschuldige die leichte Verzögerung, aber ihr kennt mich, Freunde. Auf sowas wie DGTV Racing oder so hätte ich jetzt nicht unbedingt so Lust. Und deswegen starten wir jetzt also rein mit dem BMW-Team. Bevor wir so richtig loslegen, Freunde, vergesst nicht, den Daumen nach oben da zu lassen, Abo, Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und Kommentar für den Algorithmus ist auch immer gerne gesehen. Kommen wir aber natürlich zum Team. Dazu gehört nicht nur meine Wenigkeit, sondern auch der Teamkollege und das wird Dan Ticktum. Ein relativ verrückter Fahrer, zumindest ist er so bekannt und ich dachte mir, cool, dann bin ich immerhin nicht der einzige Verrückte hier bei BMW und so, ne? Unser Motor, der kommt von Mercedes, der Beste in der Formel 1 und ja, das hat natürlich auch den Grund, dass wir tatsächlich im Leistungsvergleich schon vor vier Teams stehen, nämlich Alfa Tauri, Alfa Romeo, Haas und Williams. Und wie wir in den vier Bereichen Strapazierfähigkeit, Chassis, Aerodynamik und Antrieb eben im Vergleich zur Konkurrenz stehen, das seht ihr dann auch nochmal jetzt im Hintergrund. Unsere Abteilungen müssen wir anders als in der Fahrerkarriere komplett selber aufbauen. Es beginnt von Null. Das Einzige, was aktuell bei Typ 1 steht, das ist die Aerodynamikabteilung. Ist auch, glaube ich, das Beste, denn da ist unser Abstand nach vorne, würde ich sagen, am größten. Vor dem ersten Rennwochenende in Bahrain, da gibt es dann auch nochmal tatsächlich ein Trainingslager für unseren Teamkollegen, für den Ticktum. Und das sollte ihn in allen Werten um 3 steigern. Ich hoffe, das hat er auch geschafft, der Kollege. Bevor es jetzt aber an die Live-Action reingeht, Freunde, blicken wir nochmal darauf, wie der allererste Bolide des BMW F1-Teams aussieht. Die Autos kriegen ja immer so Bezeichnungen, als Beispiel die Autos von RB heißen RB16 oder 17 oder sonst was und was könnten wir eigentlich für dieses Team hier machen? Für BMW, Freunde, lasst mich unten in den Kommentaren wissen, wie wir unser Baby nennen sollen. Vielleicht auch so ein besonderer Name, so ein Extra-Name noch dazu, so wie Sebastian Vettel, der seine Autos auch immer irgendwie nach Frauen benannt hat. Jetzt aber würde ich sagen, Freunde, genug für den Anfang herumgelabert, wir legen los mit der Live-Action, ein komplettes Qualifying, danach 50% Rennen, ich wünsche euch ganz viel Spaß, kräftiger Support, ist immer gerne gesehen und in dem Sinne, Freunde, legen wir los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Abfahrt. Okay, Leute, der erste Moment der Wahrheit in Q1. Wo bleibt die Uhr stehen? Es ist eine 26,5. Das sieht gut aus auf alle Fälle. Wir sind genau da, wo wir sein sollten. Vor Alfa Tauri ja bekanntermaßen im Leistungsvergleich. Und aktuell Platz 14 vor einem Alfa Tauri, nämlich Yuki Tsunoda. Aktuell auf der 16, Freunde. Ich glaube, das wäre das Aus hier in Q1, aber wir sind auf einer guten Verbesserung unterwegs. Teamkollege Ticktum direkt hinter uns. Ausgang aus der letzten Kurve war leider nicht so ideal, aber trotzdem fast 14 gewonnen und es ist Platz 14 und damit der Einzug in Q2. Tatsächlich wären wir mit der 16 weitergekommen, aber ich wäre die Runde ja so oder so zu Ende gefahren, beziehungsweise ich wäre sie so oder so gefahren. Das heißt, ich hätte mir da auch keinen Reifensatz sparen können. Das heißt, wir haben uns nochmal gut verbessert und ja, es sieht gut aus. Vielleicht geht ja sogar noch ein bisschen mehr nach vorne. Müssen wir eben gucken, wie es in Q2 aussieht. Da, wenn wir nur einen Run haben, ausgeschieden sind auf alle Fälle unser Teamkollege auf der 17. Starkes Ergebnis. Die beiden Williams, die beiden Haas und Giovinazzi im Alfa Romeo.
Es wird unser einziger Shot sein. Ich bin extra vorsichtig gewesen. Wo wird die Uhr am Ende stehen bleiben? Es ist eine 25, 26. Ich weiß es nicht. Welcher Platz am Ende? Es ist Platz 12, glaube ich. Sehe ich auf dem Lenkrad. Wenn mich nicht alles täuscht, wird ja leider nicht angezeigt. Aber es müsste auf alle Fälle kein Q3 sein. Also das ist ganz klar. So sieht's aus, Freunde. Eine Sekunde Abstand auf die Bestzeit von Perez. Und das Aus in Q2. Kann man auf alle Fälle machen, würde ich sagen. Wir sind also ausgeschieden mit beiden Alfa Tauris, beiden Alpinen, einem Alfa Romeo. Und ich finde genau da, wo wir sein sollten. Und Platz 12 fürs Rennen dann, hier vor allen Dingen in Bahrain. Das ist doch ein ganz leckerer Startplatz. Vor allen Dingen für das Debüt des DFB-Teams, wollte ich gerade sagen. BMW-Teams. Und damit jetzt auf zum Rennen. Die Zeit für Tests und Trainings ist vorbei. Jetzt wird es ernst. Das heißt, alles oder nichts hier bei Runde 1 der diesjährigen Formel 1 Weltmeisterschaft. Die Formel 1 kehrt heute zu dieser spektakulären Strecke mit 5,4 Kilometer Länge mitten in der Wüste zurück. Es könnte uns ein strategisches Rennen in Sakhir erwarten, denn hier leiden erfahrungsgemäß die Hinterreifen extrem. Es wird also darauf ankommen, wie die Fahrer ihre Reifen managen können. Eine neue Saison, ein neuer Anfang und alles ist möglich. Neben mir sitzt Stefan Römer, um mit mir den Start eines neuen Jahres in der Formel 1 zu kommentieren. Wir erleben gerade die letzten angespannten Minuten vor dem Rennen. Alle machen sich ein bisschen Sorgen um die Verlässlichkeit der Wagen, denn beim Training waren sie nicht in den heißen Luftverwirbelungen hinter den anderen Autos unterwegs und mussten auch nicht für lange Zeiträume nah an der Leistungsgrenze fahren. Hoffen wir mal, dass es für niemanden eine unangenehme Überraschung gibt. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und Valtteri Bottas steht daneben. Im Rest der Startaufstellung haben wir Perez, Verstappen, Daniel Ricciardo und Norris, Vettel, Sainz, Stroll und Charles Leclerc. Fernando Alonso, der Goldjunge, Pierre Gasly und Ocon. Raikkonen, Tsunoda, Daniel Tictum und George Russell, Giovinazzi, Mick Schumacher, Latifi und Nikita Mazepin. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Hallo? Jeff? Bist du da? Hallo? Nicht? Okay. Ja, Leute, tatsächlich kein Kommentar von Jeff. Erstes Rennen, neues Team, Teamchef, gleichzeitig Fahrer, alles uninteressant. Aber gut, Leute, wir kommen zur Strategie. Es werden 29 Runden gefahren und ich bin tatsächlich am Überlegen, Strategie B zu wählen. Einfach aus dem Grund, weil ich glaube, vor allen Dingen auf dem Hard wird es richtig unangenehm werden. Ne? Und gerade in Bahrain sehe ich mich eigentlich auch vielleicht das ein oder andere Auto überholen und wir haben einen starken Motor, deswegen für ein bisschen mehr Action, allgemein einfach. Wir sind ja eh noch nicht hier irgendwie Spitzenteam, haben mit Podien oder Sieg zu tun. Nehmen wir mal die alternative Strategie. Und in dem Sinne, Freunde, Hände sind schon ganz schwitzig vor dem Start hier. Ich bin sehr, sehr gespannt. Von der 12 geht es rein ins Rennen. Mal gucken, was passieren wird. Ich bin mega, mega gespannt, Freunde. Das erste Rennen der BMW MyTeam-Karriere. Es geht gleich los, wenn die 5 Runden Lichter erlöschen. Und der Start war gut. Der Start war gut. Der Start war richtig gut. Der hat es in sich. Der Mercedes-Motor trägt uns hier nach vorne, sogar Richtung Position 6, 7. Oh mein Gott, bitte lass Platz, bitte lass Platz, bitte lass Platz. Irgendwie, oh, ich lass auch Platz, Freunde. Und wir kommen auf Position 9 vor, vor den beiden Ferraris. Unglaublich, Wahnsinnstart. Mega, 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 mega. Ja, und Mercedes-Kundenteam nach Mercedes-Kundenteam hier. McLaren gegen die Aston Martins am Fighten. Beide Ferraris hinter uns. Wir sind aber aktuell in den Punkten. Das ist das Wichtigste und Bemerkenswerteste. ERS haben wir bisher auch noch nicht wirklich viel verbraucht. Das heißt, wir können da schön im Windschatten von Norris fahren und Leclerc auch natürlich wegziehen mit dem besseren Motor. Und ich spare mir noch ein Rest bisschen ERS auf, nämlich für die Gerade hier. Wir nehmen mehr Schwung mit. Der Ausgang war zwar nicht wirklich à la Bonheur, aber wir haben unfassbaren Windschatten und der wird uns ranbringen an Norris, aber nicht nah genug, um was zu starten in Kurve 1. Also mein altes Ich wäre da jetzt dive gebombt des Todes, falls man das so sagen kann. Ihr wisst, was ich meine. Aber wir halten uns bedeckt. Wir brauchen ja auch Punkte heute.
Aber was heißt brauchen? Wir wollen Punkte. Der Norris vor mir eigentlich ein Problem, der scheint nicht so schnell unterwegs zu sein. Ich wollte es gerade sagen, wenn der Exit stimmt, und der war ganz solide, würde ich mal sagen, könnte man vielleicht jetzt doch mal starten. Beste Zeit im letzten Sektor, weil wir so viel Windschatten bekommen. Und jetzt einfach mal mit ERS hier spät bremsen. Auf der Ideallinie bloß nicht in Vettel reinhauen. Und der hat's da... Oh, Norris, was war das denn? Was war das denn? Der hat ja Vettel attackiert. Um Gottes Willen, jetzt sind wir auf einmal an Vettel dran. Hat er den berührt oder was ist da abgegangen? Wir sind außen, Berührung. Um Gottes Willen. Und auf einmal steht der BMW auf der 7. Wahnsinn. Was ist da aber bitte passiert? Das werden wir uns auf alle Fälle nach dem Rennen nochmal anschauen. Weil dafür ist es jetzt leider zu spät mit der Sofortwiederholung. Beziehungsweise halt einfach sich das anzugucken. Oh, auf einmal haben wir DRS gegen Stroll. Und der hat keins gegen Ricardo. Oh, ist ja der Wahnsinn. Aha, Lance Stroll, du bist fällig auf alle Fälle, würde ich mal sagen. Sie bloß nicht den Exit irgendwie verkacken, machen wir nicht. Und das sieht sehr gut aus, um jetzt hier also am nächsten Mercedes-Power-Auto vorbeizufahren. In dem Fall der Aston in britischem Renngrün. Oh, was war das denn vor der Kamera gerade? Ja, mein Controller ist so ein bisschen... nicht mehr im besten Zustand und es macht sich bemerkbar, gerade die Sticks. Und tatsächlich kommen wir da auch aktuell näher an die Gruppe vor uns ran. Da sind eben auch Top-Teams, die auf Medium starten und aktuell eben auch so ein McLaren mit Softs blockieren, wie Daniel Ricciardo vor uns. Und Daniel Ricciardo geht an die Box. Ich werde es ihm jetzt einfach mal gleich machen. Wir gehen ebenfalls diese Runde rein. Eine Runde früher, aber dafür mit anderen eben. Könnte vielleicht auch ein Vorteil sein für uns. Gerade gegen Stroll und Norris hinter uns. Es gibt auf alle Fälle frische Mediums. So. Oh, Leute, Leute. Oh, nee. Auf warum mussten wir denn so lange warten, aber? Der Ricardo war doch schon längst weg. Ach, Mann, ey. Ja, und jetzt kommen wir mitten in den wunderschönen Einstopper-Verkehr. Es wird toll. Ja, gut. Die Lücke, die wir zu Ricardo hatten, konnten wir aber auch mega, mega gut wieder aufschließen, weil der jetzt natürlich auch hier im Verkehr mit drin hängt. Oh, ich hoffe, Latifi bremst nicht. So früh, ja, ging auf alle Fälle. Also hätte schlimmer sein können. Norris und Co. sind jetzt natürlich an der Box und wir, der Nächste, der jetzt hier an Latifi vorbeiziehen will. Da kommen Norris und Co. gerade aus der Box. Es hat sich auf alle Fälle gelohnt. Oh, fast noch in den Ricardo reingedonnert, aber es ist jetzt vielleicht die Möglichkeit, um an ihm vorbeizudonnern oder auch nicht. Oh mein Gott, ey. Jetzt ist aber Latifi in der Gelegenheit, hier in den gegen Ricardo reinzustechen. Och Gott, ey. Da habe ich das Auto einfach mal fast in die Wand gehauen. Marzipin-Style. In echt. Giovinazzi vor uns wäre der Nächste. Oh, da ging es gegen Marzipin schon schief. Spätbremsen in. Gegen Giovinazzi funktioniert's. Och Gott, ey. Wichtig, wichtig, wichtig. Der ist natürlich jetzt ein kleiner Schutzwal hier in dem Fall. Damit meine ich nicht Wahl das Tier, sondern Wahl als Wand so mäßig. Ihr wisst, was ich meine. Mick Schumacher. Im Haas jetzt also vor uns. Da ist ein Aston an der Box. Interessant. Ist es Vettel oder Stroll, ist die Frage. Auf alle Fälle Mick Schumacher jetzt vor uns. Und wir haben DRS und ziehen da ganz geschmeidig vorbei. Vielleicht nehmen wir auch noch den Marzipin mit. Müssen wir jetzt gucken, wie wir es am besten anstellen. Oh, er macht schon so ein bisschen Platz hier. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Komm, 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 komm. Wäre so wichtig. Oh, die Big Moves. Oh, die Big Moves, Junge. Wichtig. Ganz, ganz wichtig. Oh mein Gott, ey. Jetzt haben wir erstmal 3, 4 Autos vor uns, die vor Ricardo sind. Und ja, komm erstmal da vorbei, Kollege, so wie ich hier. 2 auf einmal. Oh, Leute, mein Plan geht richtig gut auf. 3 Sekunden ist Ricardo jetzt auch schon von uns weg, weil er... mit Marzipin am Fighten ist. Oh mein Gott, ey. Und dahinter haben die Leute auch noch DRS. Also, das läuft einfach zu gut gerade. Irgendwas muss hier noch schief gehen. Nächstes Ziel, um vor Ricardo zu bleiben, ist es jetzt übrigens vor Russell. Also quasi bei Russell zu sein, bevor Ricardo bei mir ist. Ihr wisst, was ich meine. Brauchen wir miese Taktiken, Leute. Eigentlich würde ich ja schon am liebsten vor der letzten Kurve vor Russell vorbei. Aber DRS will ich natürlich auch haben. Das heißt, wir müssen jetzt hier so ein bisschen Zeit einbüßen, aber das ist okay. Gehört auch dazu. Ricardo 1,2 hinter uns und jetzt natürlich ein bisschen mehr, weil wir natürlich das DRS haben. Hier kommt ja auch gefühlt niemand an niemandem vorbei.
Wird auf alle Fälle mal Zeit, hier Papa ranzulassen, Leute. Würde ich mal zumindest sagen. Erstes Opfer dieses Trains ist Esteban Ocon. Wir sind natürlich im schnelleren Auto, beziehungsweise haben den schnelleren Motor, unser Move, Freunde, außen angebremst. Bessere Traktion, weil frischere Reifen, und das ist ganz, ganz einfach, Freunde. Sehr schönes Manöver. Was ja auch eigentlich mal echt ein cooles Feature für die MyTeam-Karriere wäre, wäre so ein Lass mich vorbei. Ich bin faster than you. So Fernando's faster than you Style. Aber gut, da müssen wir es halt anders machen. Geplant war da gerade übrigens eher so entspannt reinzustechen und nicht so im Halbdrift. Aber ja, das war leicht dumm von mir. Nächster Einstopper vor uns, Kimi Räikkönen im Alfa Romeo. So langsam kommen wir auch zur Hälfte des Rennens an. Also die können wahrscheinlich oder werden wahrscheinlich auch gleich reingehen. Ja, so sieht's aus. Kimi an der Box. Wir kriegen aber natürlich trotzdem das DRS. Nimmt man natürlich auch dankend an. Teamkollege jetzt ebenfalls Daniel in der Box. Jetzt ist Tsunoda vor uns. Mein Gott, ich schieb den ja hier schon fast. Mein Gott, geh an die Box endlich. Und jetzt haben wir natürlich den Salat. Das war Ricardo direkt jetzt hinter uns haben. Aber wir haben natürlich auch das DRS hier. Das heißt, noch ist er nicht vorbei. Oh oh, jetzt kann es soweit sein, Freunde. Ricardo zieht neben uns. Aber wir sind absolut auf einer Wellenlänge mit ihm. Das heißt, da schmeiße ich ihn die Tür zu, indem ich mich nach außen tragen lasse. Oh mein Gott, das war gerade wirklich ein sehr gruseliger Moment ohne Kontrolle. Ah, ihn ziehen lassen. Ich lasse ihn ziehen, Freunde. Ich lasse ihn ziehen. Das macht keinen Sinn. Norris hinter uns würde so nur immer mehr und mehr aufholen. Kollege, fahr vorbei. Diese Runde, es wird an der Zeit, Freunde. Ich folge mal wieder Ricardo rein. War aber tatsächlich von mir auch geplant. Und wir haben genau bei 80 km/h gestoppt, Freunde. Oh mein Gott, das war auch dezent knapp, würde ich mal behaupten. Gucken, beim Stopp von Ricardo scheint alles gut zu laufen. BMW, Jungs, lasst mich nicht im Stich. Och, das sieht schon langsam aus, ja. Warum müssen wir wieder so lange festgehalten werden? Och, Leute, das reicht doch, wenn wir wirklich nur so eine Millisekunde stoppen. Okay, bleib hinter der weißen Linie. Wieder rauskommen. Ferrari hinter uns, aber ich glaube, der muss nochmal, der Sainz hier in dem Fall. Leclerc war ja hinter uns ebenfalls gerade frisch an die Box gegangen. Und oh, Ricardo holt sich harte Reifen. Interessant, interessant. Alonso, 6 Sekunden vor uns. Ist, glaube ich, Nummer 1. Der Einstopper. Ist ja auch neben uns gestartet. Auf alle Fälle war meine Behauptung, Alonso sei der letzte Einstopper, nicht richtig. Denn ich habe ein bisschen weiter nach vorne geguckt. Aktuell im Red Bull Sandwich genießt Pierre Gasly die Zeit. 3,2 Sekunden. Den wir auch noch kennen aus der Spanien-Folge in unserer Alpine-Karriere. Da hatten wir ihn auch als König der Einstopper quasi neben uns. Ja, und auch in diesem Rennen hier wieder. War fast ein Podium geholt. Er war aktuell nur auf der 4. Wahrscheinlich bald 5. Komm, jetzt muss es klappen. Ja, wir kommen sehr gut ran. Und jetzt vielleicht nicht wie gegen Mazepin in der Alpine-Karriere. Ja, mit Fernandinho klappt das doch schon viel besser. Oh, ist da vorne jemand langsam? Ist da vorne jemand langsam? Achtung, Achtung. Gelb im ersten Sektor. Vor dir ist jemand von der Strecke gefahren. Ist da irgendwer langsam? Wer ist da langsam? Es ist ein Red Bull! Es ist ein Red Bull! Sergio Perez aus der Session raus! Raus ist er! Mit der schnellsten Runde sogar noch. Das gäbe den Extrapunkt und das heißt Platz 6 für uns. Oh mein Gott, Leute. Die letzte Runde beginnt gleich. Und Alonso will es nochmal richtig wissen. Und unsere Reifen sind auch wirklich am Ende, Freunde. 50% hinten links. Runde, die letzte Runde knapp 50 hinten rechts. Oh mein Gott, ey. Und Alonso wird kommen. Alonso wird kommen. Aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Jetzt einfach nur keinen Fehler machen. Keinen Fehler zu machen würde hier schon sehr viel bedeuten. Denn so kommt Alonso nicht vorbei. Ihr seht mit DRS, er kommt ran, aber halt nicht vorbei. Ja, mit den Reifen ist das Auto wahrscheinlich sein größter Gegner und nicht Fernando. Einfach entspannt nach Hause fahren jetzt hier. Einfach mal Platz 6 aktuell. Ich kann es echt immer noch nicht glauben. Was für ein erstes Rennen. Hat mir aber auch wirklich mega, mega viel Spaß gemacht.
Hamilton gewinnt den Saisonauftakt vor Bottas, nehme ich an. So sieht's aus. Verstappen kommt mit riesigem Abstand als Dritter ans Ziel. Dann wohl, ja, Ricciardo und Gasly. Aber das sind alles Positionen, die eigentlich schon feststanden. Seit ein paar Runden jetzt. Hier hinten geht's noch um alles. Und Norris wäre jetzt eben dran, ne? Um vielleicht sogar beide jetzt auf Start und Ziel mit DRS zu überholen. Alonso und mich, die Teamkollegen in der Alpine-Karriere. Aber das soll uns nicht stören, denn in der ersten Folge der MyTeam-Karriere, oh Gott, mit dem BMW-Team, holen wir also 8 Punkte beim Saisonauftakt in Bahrain. Woo! Mercedes hat also gewonnen. Was für ein tolles Rennen war das. Stefan, sag mir, was denkst du, hat den heutigen Sieg möglich gemacht? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Puh, Leute, einfach nur puh. Alter, was war das für ein Rennen? Es hat sich gelohnt. Es hat sich auf alle Fälle gelohnt. Klar, wir hätten auch in dieser Position wie Gasly oder Alonso sein können. Aber das Ding ist, ich bin mir sicher, auf den harten Reifen wäre ich niemals so schnell gewesen. Wirklich niemals, in keiner Welt. Und dementsprechend bin ich mega zufrieden. Mega, mega zufrieden. Einfach nur geil. Siegt immer 14. Ist auf alle Fälle okay. Hat unter anderem ein Alpine geschlagen vor einem Ferrari und Co. Kann man auf alle Fälle machen, Freunde. Und also so viel. Also zur ersten Folge der MyTeam-Karriere und zum Saisonauftakt hier in Bahrain. Wahnsinns-Fan. Auf alle Fälle, Freunde, abschließend noch der Blick auf die Ranglisten. Aktuell 6. natürlich in der Fahrerwertung und 5. Platz in der Konstrukteurs-WM vor Alpine, Aston, Alpha, Ferrari, Williams und Haas. Es war auf alle Fälle ein sehr gelungener Start, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, vergesst den Support nicht, Freunde. Daumen nach oben, Abo-Glocke, um keine weiteren Videos mehr eben auch von der MyTeam-Karriere zu verpassen. Und in dem Sinne sehen wir uns dann in alter Frische in der nächsten Folge wieder. Dann, ja, leider in Spanien. Aber ich freue mich, euch wiederzusehen. Bis dahin, haut rein und... Ciao.